Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier auf unserer wunderschönen Alpenmap Neu-Minibrunn. Ich sitze jetzt im John Deere und wir haben ja zwei Aufträge angenommen zum Ernten von Sonnenblumen. Und jetzt müssen wir den Drescher erstmal ganz behutsam Richtung Feld bringen. Feld 9 und Feld 12 waren es, glaube ich. Und wieso ist der offen? Wieso ist denn der Drescher offen? Ja, so können wir aber nicht auf die Straße. Gut, da kommt der Verkehr. Rundumkennen leuchten sie an. Und dann schauen wir mal. Ja, links kommt natürlich auch Verkehr. Und der kommt nicht vorbei. Der kommt nicht vorbei. Der kommt nicht vorbei. Ein Betrieb hier. So. Ups, da ist tatsächlich noch einer durchgeflutscht. So. Dann wollen wir mal schauen, dass wir das Fahrzeug hier auf unser Feld... Nee, Gegenverkehr. Ja, Mann. So. Ja. Okay. Ja, Gegenverkehr kann ich überhaupt nicht gebrauchen jetzt. So, der Kollege fährt zum Glück geradeaus. Stoppschild. Wir biegen links ab. Und dann gleich wieder rechts. Und dann will ich mal hoffen, dass hier von links keiner kommt. Sehr schön. Und von rechts kommt auch keiner. Oh, doch, da kommt einer. Okay. Aber er kommt vorbei. Sehr schön. Wir könnten... Nee, können wir nicht. Ich dachte jetzt, wir könnten hier die Feldeinfahrt. Aber da drüben, da müssten wir eigentlich direkt hochfahren. Ich glaube, das ist dann besser, wenn wir direkt übers Feld, beziehungsweise den Feldweg dann zu unseren Feldern fahren. Yep, hier können wir rein. Ja. Dann sind wir hier ein bisschen... Oh, und da sind sie wieder, die Rehe. Dann sind wir ein bisschen hier... Aus der Schussbahn sozusagen. Yep. Ah, jetzt wird es auch ein bisschen heller. Man muss auch sagen, es ist schon richtig herbstlich. Nicht nur, dass man es hier sieht an den Bäumen, logischerweise. So, jetzt wusste ich es schon, dass ich wieder irgendwo hängen bleibe. Sondern es ist auch teilweise das Licht. Also am Shop war es schon richtig dunkel. So, jetzt kommt hier aber wieder ein bisschen die Sonne raus. Wir können in der Zwischenzeit unsere Rundumblinker wieder ausmachen. So, Feld 9 und 12. Feld 9 müsste ganz da oben sein. Da können wir also hier gleich links fahren. So. Sehr schön. Ja, das müsste unser Feld sein. Genau das ist Feld 9. Dann können wir hier gleich mal aufklappen. Und auch das Gebiss. Jo. Und dann geht's gleich mal los. Sehr schön. So, das funktioniert. Ja, Sonnenblumen. Alles bestens, alles gut, wunderbar. So, und während wir hier ernten, habe ich gesehen auf der Webseite von Giants das neue DLC, nämlich mit den neuen Ballenwickler, das Ballenpack sozusagen von Göweil. Da gibt es mittlerweile jetzt auch einen Preis. 9,99 Euro soll der reguläre Preis wohl sein für dieses DLC, und zwar ab wohl 21. März zu erhalten, und im Vorverkauf kriegt man es für 8,99, also knapp 10% Rabatt oder sogar fast ziemlich genau 10%. Also 8,99 Rabatt, 9,99 Euro der offizielle Verkaufspreis für das DLC von Göweil, und da sind, glaube ich, 9 Maschinchen drin zum Ballenwickeln. Und man kann da nicht nur Stroh und Heu und Gras wickeln, sondern eben auch Mais, Zuckerrübenschnitzel und Mischfutter. Ja, sind einige interessante Maschinen dabei. Göweil, eine Firma aus Österreich, die seit, glaube ich, Ende der 80er sich darauf spezialisiert hat, auf solche Maschinen, auf Wickelmaschinen.
und sowohl im Fahrbereich als auch bei stationären. Und dann gibt es auch einige Anbaugeräte, mit denen man also dann auch Ballen, zum Beispiel mit einem Frontlader, stapeln, transportieren und wickeln kann. Jupp. Würde mich mal interessieren, was ihr von diesem DLC haltet, ob das genau das Richtige ist, worauf ihr gewartet habt und ob ihr natürlich dann sofort auch hier zuschlagen werdet und euch dieses DLC anschafft. Was mich auch interessieren würde, wer von euch eigentlich einen Season Pass schon bereits gekauft hat und sich dann unheimlich darauf freut, dass hier das erste DLC hier für den Season Pass erscheint am 21. März. So, das passt wunderbar. Wie gesagt, ich ernte immer sehr gerne Mais und Sonnenblumen. Das lässt sich wesentlich leichter auf dem Feld fahren, weil man hier immer schön mit einer Zinke einfach in der Spur bleiben kann. So, und dann kann man nämlich auch wunderbar aus der Innenansicht hier ernten. So, wie viel haben wir? 33%. Und anschließend geht es dann auf dieses Feld da hinten. Da ist ja auch, sieht man die Sonnenblumen. Das wird dann auch noch geerntet. So. Dann sind wir hier wieder durch. Und dann fahren wir hier hoch. Ja, das dürfte ja relativ schnell gehen. Feld Nummer 9. Und wenn wir dann die zwei Aufträge abgearbeitet haben und dadurch auch wieder ein bisschen Bargeld in unserer Kasse haben, dann werden wir uns mal um unsere Tierchen kümmern, weil ja, November, so viel gibt es ja nicht mehr zu tun. Dann werden wir also nochmal die Tiere füttern und dann geht es auch schon in den Dezember. Und dann bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht mit unserem zweiten Feld. Eins haben wir ja hier, dieses Feld hier unten, das Rapsfeld, das haben wir ja bereits gespritzt gegen Unkraut. Und das andere Feld, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir Weizen, Gerste drauf haben, da sollten wir ja mit der Hake drüber, also spritzen konnte man da noch nicht. Dann schauen wir einfach mal, wie es dann nächsten Monat aussieht. So, 45, dann bringen wir jetzt hier, so ein kleines bisschen zurück. Und dann bringen wir jetzt hier den Helfer in die Bahn und dann können wir nämlich hier unseren Klaas. Zack und zack, los geht's. Jupp. So. Den Schneidwerkwagen haben wir ja zum Glück nicht gebraucht, da wir ja ein Gebiss hatten zum Einklappen. Das macht es dann hier schon auf dieser etwas engeren Map, muss man einfach so sagen. Nicht ganz so wie bei uns hier in Neubartelshagen, wo wir ja ein bisschen mehr Platz haben. Macht es natürlich dann schon einfacher, wenn man dann mit einem zusammengeklappten Gebiss rumfahren kann und eben auch nicht unbedingt mit einem Hänger. Gut. So, dann fahren wir hier hoch und dann wieder links und rechts. Der wird bestimmt abbiegen, oder? Ja, das war klar. So. Haben wir ein Stoppschild? Ja, wir haben ein Stoppschild. Ja, hier muss man höllisch aufpassen auf den Verkehr. Da darf man sich nicht drauf verlassen, dass die wirklich jedes Mal dieselbe Strecke fahren, sondern die lassen sich wirklich immer wieder was Neues einfallen hier. Gut. Ja, auf unserem anderen Projekt Big Farm, Neubartelshagen, da waren wir ja jetzt, oder sind wir gerade beim Maishäckseln. Läuft auch sehr, sehr gut und auch mit den Helfern läuft relativ gut. Nicht perfekt. Manchmal schon ein wenig spannend die Wegfindung von den Kollegen, weil die fahren dann teilweise dann doch quer übers Feld. Aber im Großen und Ganzen funktioniert's und da freue ich mich auch schon auf die nächsten Aufgaben, die wir dann in Neubartelshagen haben, auf unserem schönen großen Big Farm Projekt mit großen Maschinen und großen Feldern. Ja, und dieses Projekt scheint auch Anklang bei euch zu finden. Freut mich wirklich sehr und an der Stelle auch wieder ein Gruß an alle neuen Abonnenten hier auf meinem Kanal. Freue mich, dass ihr zukünftig auch mit dabei sein wollt und danke, danke, danke für eure Unterstützung. So, wo ist der Kollege? Müsste jetzt schon auf dem Rückweg sein oder wie oder was?
So. So, was ich auch auf jeden Fall mal machen will, jetzt wo ich hier wieder mal gerade so schönen Rundumblick hier über diese Map mache. Wir werden uns mal bei Gelegenheiten Quatsch schnappen und dann mal hier ein bisschen über diese Map fahren, weil es gibt hier wohl noch einige interessante, einige interessante Stellen, wie zum Beispiel hier oben und auch hier oben. Ja, das müsste man sich mal anschauen, weil eventuell bestehen da auch Möglichkeiten für Hoferweiterungen. Und da kann man ein bisschen mehr Richtung Berge gehen. So, hier haben wir nämlich auch eine entsprechende Wiese. Hier haben wir eine Wiese. Ja, da müssen wir dann auch mal schauen, wo wir hier expandieren. Das hier ist ja unsere Wiese. Da müssen wir auch mal schauen, ob wir die noch kalken dieses Jahr oder halt erst nächstes Jahr. Ja, werden wir alles sehen. So, dann schauen wir mal. Was? Ja, 74. So. Dann einmal wenden. Dann können wir den jetzt gleich abtanken. So, und hier wieder in die Spur. Ich denke, das sollte passen. Ja. Sehr schön. Ich bin auch zurzeit am Überlegen, ob ich wieder ein altes Projekt aufleben lasse, nämlich das schöne LS22 Road Trip Projekt, weil es gibt ja wieder jede Menge neue Maps und da habe ich so ein bisschen Bock drauf, auch eben dieses Projekt, wo wir ja mit dem Quad oder mit einem John Deere, auf jeden Fall mit einem Fahrzeug über die Map gefahren sind, uns die Map angeguckt haben, alle wichtigen Positionen, dieses Projekt eben auch wieder aufleben zu lassen. Und dabei immer den Radiosender aus dem LS laufen zu lassen. Ne? Weil ich glaube, die Musik hier, die wird sehr selten gehört. Hat auch den Grund, ich gebe es offen zu, dass teilweise die Musik dann doch auch bei YouTube anschlägt. Wegen Urheberrecht. Und deswegen wird die wohl sehr selten gespielt. Aber wir schauen einfach mal. Dann spielen wir halt eben freie Musik, beziehungsweise GEMA-freie Musik oder urheberrechtlich freie Musik, die wir hier auf dem Kanal nutzen können und könnten ja mal wieder hier unser Roadtrip-Projekt auf den Weg bringen. Ich schau mal, was sich so die nächsten Tage hier ergibt. So, wir sind bei 91%. Das heißt, den können wir jetzt gleich abtanken. Ja, yep, sehr schön. Oh, jetzt lässt er hier noch was stehen. Naja, okay. Ist nicht so dramatisch. So. Dann schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Kommt das Rohr schon raus? Oh ja, er tankt schon ab. Sehr gut. Ja, aber wir treffen es nicht genau. So. Ja, jetzt sind wir zu weit. So, jetzt sind wir in der richtigen Spur. Jetzt müssen wir nur das Tempo halten bei knapp 10 km/h. Und dann sollte er abtanken können. Ja, wieder zu schnell. So. Augenblick. Ach, der Motor wieder aus. So, das wäre also jetzt Feld Nummer 9 und anschließend Feld Nummer 12. Yep. Müssen wir ein bisschen aufpassen hier auf die Bäume. So.
So, und dann fahren wir erstmal bergab. Das Feld geht bis hinten an die Straße. So, da haben wir dann eine Baumreihe. Da müssen wir wieder genau treffen. Okay. Das sollte eigentlich passen. So, für die Hanglage bräuchten wir jetzt eigentlich einen Drescher, der auch so Neigungstechnik hat. Ich glaube, da gab es jetzt vor ein paar Tagen in der Mod, im Mod-Hub, Drescher, die das haben, die genau eben für sowas hier prädestiniert sind. Sowas werden wir uns dann auch demnächst auch mal anschaffen hier für diese Map. Und dann werden wir sowas mal antesten, wie sowas aussieht, wenn ein Drescher hier in Hanglage fährt und im Prinzip waagrecht ist, aber eben das Gebiss am Hang entlang geführt wird. Ja, finde ich eine interessante Geschichte. So, hier sitzen wir ja schon ganz schön schräg im Moment. So. Und da sind wir wieder am Ende des Feldes angelangt. Ja, da müssen wir Vorgewende fahren. Ein bisschen aufpassen auf den Verkehr, der hier gerade den Berg runterkommt. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, aber ich denke, der Drescher sollte genügend PS haben, um hier gut den Berg hochzukommen. Ja, ist überhaupt gar kein Problem. Müssen wir wieder auf die Bäume aufpassen. Nope. Yep, das müsste so passen. Da werden wir hoffentlich nirgends hängen bleiben. Und da drüben springen wieder die Rehe. Yep. Und fressen das Unkraut vom Acker. Naja, dürfen sie gerne tun. So. Ja, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Hier stehen die Bäume direkt am Feldrand. Und ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man mit dem Drescher durchfährt. Wir hatten ja hier schon mal einen Ernteauftrag auf dem Feld da drüben, wo jetzt das Unkraut steht. Und da kann man dann auch ruckzuck mit dem Drescher hängen bleiben. So, jetzt kommen wir rum. So. Können wir hier den Kollegen losschicken. Aber wir machen hier mal ein schönes Thumbnail. So, da sind wir wieder. Ja, da habe ich doch glatt aus Versehen die falsche Taste hier gedrückt und die Aufnahme unterbrochen, anstatt ein Thumbnail zu machen. So, jetzt schauen wir aber nochmal, dass wir das jetzt richtig machen. So, und die richtige Taste drücken. Zack. Ja, und die Aufnahme läuft noch. Ja, kann auch mal passieren im Eifer des Gefechts. Deswegen jetzt hier dieser kleine Schnitt. Okay, so, ihn schicken wir jetzt weiter. Und
mit unserem Glas werden wir jetzt mal diese kleine, ja, diese erste Fuhre wegbringen. Dazu müssen wir erstmal schauen, wo müssen wir eigentlich hin? Bauernmarkt, Bauernmarkt, ja, Bauernmarkt, ja klar. Nicht, dass wir wieder falsch fahren. So, der Bauernmarkt ist ja hoffentlich immer noch der hier. Jupp, bingo, passt. So, dann fahren wir hier mal auf die Straße. Dann können wir hier ganz normal, jupp, rundum kennleuchte es auch an. So, ah ja, dankeschön. Landwirtschaftlicher Verkehr hat anscheinend, ups, Vorrang, danke sehr. So. Und dann hier einmal um unsere Wiese. Und in den Kreisverkehr und die erste rechts. Sehr schön. Ja, ich finde es einfach toll. Schönes Kontrastprogramm zu unserer anderen Map. Hier mit schönen, richtig schönen Alpen, Dorf, Straßen. Gefällt mir gut. Nicht immer der Verkehr, muss ich zugeben. Das ist richtig. Weil der KI-Verkehr ist hier manchmal schon rigoros und penetrant. Aber ansonsten gefällt mir die Map sehr, sehr gut. Ups. Und wie aus dem Nichts erscheinen wieder die obligatorischen Rehe. So, hier geht's rechts runter. So, ah ja, klar, natürlich, wir haben Vorfahrt, aber das interessiert ihn nicht. Er fährt halt einfach weiter. Jo, ah, ich glaube, da hätten wir auch schon rechts reinfahren können. So, ich möchte auf jeden Fall die beiden Aufträge hier noch fertig machen in dieser Folge. Einfach aus dem Grund, weil es ist schon ein paar Mal passiert, dass wenn wir zwei Aufträge machen und praktisch nur einmal die Fahrzeuge mieten, dass dann nach einem Neustart... So, jetzt müssen wir mal gucken, dass der da oben nicht hängen bleibt. Ah, das passt ja wie Arsch auf Eimer. So, und das dann nehme ich meistens oder sehr häufig nämlich immer irgendwie, ja, die Aufträge und die Fahrzeuge weg sind. Gut, deswegen jetzt zurück zum Feld. Zum Drescher, der müsste ja jetzt auch schon... Ja, 51%, okay. So, kommt von rechts was? Nein. Sehr schön. So, jetzt fahren wir mal rechts herum. Von links was? Nein. Dann weiter. Und der Einzige, der ja hier auf dieser Map am Stoppschild wirklich halten würde, das wäre ja ich. Und ich passe mich da gerne an. So, wenn wir hier jetzt schon mal rechts reinfahren, dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Zebrastreifen? Nein, keiner will über die Straße. Ja, dann müssen wir die nächste links abbiegen. So, hier wollen sie über die Straße, aber nicht die, okay. So, hier müssen wir lang.
Kann es sein, dass da gerade Charlie unterwegs war auf dem Gehweg? So, 61% abgeschlossen. Ja, sehr gut. Ja, der Johnny kommt richtig gut voran, so wie es aussieht. So, dann fahren wir hier oben in den Feldweg. Sehr schön. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass mir diese Map gut gefällt? Ich glaube kaum. So. So, dann schauen wir mal ganz, ganz kurz nochmal hier zu unseren Tierchen. Haben wir eigentlich hier in dem Misch, ist da noch was drin? Nee, der ist leer. Jetzt muss ich gerade mal schauen, im Silo haben wir da eigentlich Soja und Gerste haben wir drin. Dann könnten wir ja kurz unseren Viechern... Haben wir eigentlich eine Schaufel? So. Eine Palettengabel. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich eine Schaufel? Ja, da ist eine Schaufel. Ja, dann können wir doch damit schnell unsere Hühner füttern. So, zack. So, jetzt schmeißen wir da das Gewicht hin. Zack, zack, zack. Zack, jetzt haben wir's. So. Dann in den Schuppen und die Schaufel angekoppelt. Zack. Machen wir kurz rückwärts. So, das müsste jetzt passen. Sehr schön. Yep. So. Na, ein Stückel wieder zurück. Befüllung, Gerste. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier der Trigger ist. Ja, hier. So. Ups, ein Stückel wieder zurück. Das scheint dann wohl schon voll zu sein. So, wir gucken mal. Jep, die haben genug. Dann können wir das wieder ins Silo kippen. Sehr schön. So, Salat haben wir auch. Und der Drescher hat mittlerweile einen vollen Korntank. So. Okay. Oh, da hat er was stehen lassen. Das werden wir uns noch schnappen. Man kann sich schier nicht satt sehen an dem Panorama bzw. an der Aussicht.
So. Und? Ja, fast leer. So. Dann werden wir das hier noch von Hand selbst abfahren. Sehr schön. So, was bringt uns eigentlich nochmal diese beiden Aufträge? 2,6, 2,2 und 4. Ja. Abzüglich der Miete so circa 5,5. Aber das werden wir ja gleich sehen. Auf der anderen Seite gibt es ja dann immer noch ein bisschen extra für die Ernte, weil wir ja alles abgeerntet haben. Da bleibt ja immer noch ein bisschen was übrig für uns. So, Sonnenblumen müssen wir nicht einbunkern. Wir haben keine Schweine. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine Verwendung für Sonnenblumen. Können wir die eigentlich gleich verkaufen. So. Zurückgesetzt. Dann können wir jetzt hier nochmal den Helfer laufen lassen und uns schon mal in den Glas setzen. Ja, 16.07 Uhr, es wird langsam dunkel im November. Die Sonne ist so gut wie weg. Da hinter dem Berg, da sieht man sie noch. Und scheint hier eben noch wunderschön hier noch auf die Felsen, auf diese Berge. Aber ansonsten sehr, sehr schattig mittlerweile. So. So, müssen wir noch mal schauen. Doch, der Drescher ist leer. Sehr gut. Dann bringen wir das Material hier zum Bauernmarkt und werden verkaufen. Beziehungsweise die Aufträge abschließen. Kommt von oben was? Nein. So, ist alles gar nicht so einfach, wenn man gerade mal mit einer Hand was anderes machen möchte. So, dann guckt man hier schon mal ein bisschen auch von der Straße ab. Sehr schön. Ja, dann haben wir ja heute wieder mal richtig was geschafft. Zwei Felder, zwei Aufträge hier abgearbeitet und zwei Felder abgeerntet. Wir haben unsere Hühner gefüttert. Jo, sehr schön. Ja, rechts ist frei, da kommen wir rum. Dann schauen wir einfach mal, was wir dann noch im Dezember zu tun haben. Viel wird es nicht sein. Und dann werden wir auch relativ schnell den Jahreswechsel begehen, um dann zu schauen, ja, um dann eben unsere Erträge, die wir ja im Silo haben. Ich glaube, da ist ja ein bisschen was. Das können wir dann verkaufen, denke ich, im Januar, im Februar. Da machen wir dann nochmal ein bisschen Geld. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie sich hier die Sache dann noch weiterentwickelt und wie viel Geld wir dann haben, um eventuell noch weitere Projekte hier angehen zu können. Sprich, eventuell vielleicht noch ein Grasfeld kaufen, um dann in die Silageproduktion stärker einzusteigen. So, zum Bauernmarkt. Ah nee, da kommt man gar nicht durch. Das sind Poller. Nee, wir müssen hier rein. Gut.
Sehr schön. So, davon machen wir auch noch mal einen schnellen Screenshot. Zack. So, und zwar ohne wieder das Video anzuhalten. So, 3600 verkaufte Produkte, noch ein bisschen Umweltbonus. Und jetzt gehen wir natürlich kurz rein. Ups, wo haben wir hier die Aufträge und werden die Aufträge abschließen. Einmal, zweimal. So, das heißt, dann haben wir nochmal 6200 Euro gemacht. Sind wir jetzt also bei einem Kontostand von knapp 26.000 Euro. Ja, und das soll es auch schon wieder gewesen sein für die heutige Folge. Ich darf mich wieder einmal recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen, für eure Zeit. Und würde mich freuen, wenn ihr auch demnächst wieder hier einschaltet auf unserem Alpenprojekt Neu-Mini-Brunnen. Ich sage wie immer... Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.